Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Infokrieg TV. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind live für die nächsten 60 Minuten oder sogar etwas länger. Wir haben ein Interview aufgezeichnet diesen Nachmittag mit Edgar Gärtner. Edgar Gärtner ist deutscher Hydrobiologe, Ökologe, Sachbuchautor, Politikwissenschaftler, ein sehr, sehr kluger Geist. Und wir sprechen über die Inhalte seines neuen Buches Ökonihilismus 2012. Das Buch finden Sie auch bei uns im Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv. Gerade erst aufgenommen. Und selbstverständlich finden Sie dort auch alles Weitere, was Sie brauchen zum Thema Umwelt, Politik, neue Weltordnung, Ihre persönliche Krisenvorsorge. Alles finden Sie bei uns im Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv. Wir haben auch noch die Aktion laufen bis 22. Juli. Über Langzeitlebensmittel, die hochqualitativen Produkte von Innova. Das heißt, das sind Ihre persönlichen Ressourcen. Die sind zwar leider auch endlich, allerdings können Sie hier vorsorgen, Sie können überbrücken, Sie können in der Krise handlungsfähig bleiben. Wir sprechen dann auch noch in diesem Interview, das wir heute aufgezeichnet haben, heute Nachmittag, über eben die verschiedenen Formen der Ressourcen und dass eben große Engpässe zu erwarten sind seitens Energie, seitens Lebensmittel. Die Bundesrepublik ist genauso verwundbar wie eigentlich jedes andere Land auch. Und sie beugen besser vor. Das sind auch die Produkte, die wir selbst benutzen in der Familie, um vorzusorgen. Also greifen Sie zu. Solange wir noch die Sparpreise Ihnen anbieten können, also besuchen Sie shop.infokrieg.tv. Zeigen wir das Interview. Wünschen ein unterhaltsames und lehrreiches, unterhaltsame und lehrreiche knapp eine Stunde und 15 Minuten. Herzlich willkommen, Herr Edgar Gärtner, in unserer Sendung. Ja, herzlich willkommen, Herr Benisch. Was wir gerade den Zuschauern zeigen hier, ist die aktuelle Ausgabe Ihres Buches Ökonihilismus 2012. Selbstmord in Grün, das sind sehr, sehr deutliche Worte bereits im Namen. Erklären Sie uns mal kurz, was ist Nihilismus in der klassischen Bedeutung, klassischen Zusammenhang? Also Nihilismus ist ja ein philosophischer Begriff. In Deutschland ist der hauptsächlich geprägt worden von Nietzsche. Also wobei auch Nietzsche schon einen sehr differenzierten Begriff eigentlich hat. Oft sagt man und versteht man unter Nihilismus einfach, dass jemand an nichts glaubt praktisch. Ja, das ist aber nicht die, also das ist nur die oberflächliche Definition. Die Definition, die auch der Nietzsche hat und später nach ihm der französische Philosoph Albert Camus, ist, dass der Nihilist, der glaubt nämlich durchaus an etwas, aber er glaubt nicht an das, was ist. Also er glaubt, die Definition von Camus ist, der Nihilist glaubt nicht an nichts, sondern er glaubt nicht an das, was ist. Also er verfolgt irgendwelche Ziele, also er will eine andere Welt im Zweifelsfall und merkt nicht, dass er dabei eigentlich alles aufs Spiel setzt, alles verliert auch, weil es ist auch typisch für eine nihilistische Denkweise ist, dass man alles auf eine Karte setzt, dass man sozusagen alles oder nichts spielt und dabei eben halt dann am Ende alles verliert. Und also unser Adolf Hitler, ich sage jetzt mal, unser Adolf Hitler war ein typischer Nihilist und es gab ja auch vor dem Krieg, gab es in Deutschland ein Buch von einem ehemaligen Nazi, es war ein Weggefährte Hitlers, Rauschning hieß der, der ist dann abgesprungen, weil er gemerkt hat, wo die ganze Sache hinführt. Der hat ein Buch geschrieben über die Heraufkunft des Nihilismus. Das Buch ist in Deutschland überhaupt nicht verfügbar, das gibt es aber immer noch auf Englisch. Ich habe auch eine alte amerikanische Ausgabe in meiner Bibliothek. Und der hat sehr schön gezeigt, dass der Hitler eben so gespielt hat, alles oder nichts, ja. Und hat ja auch am Ende die
das deutsche Volk verflucht. Also es gibt ja so einen schönen Spruch vom Journalisten Michael Konanowski, der hat gesagt, der Hitler hat eigentlich nur zwei Völkern explizit den Tod gewünscht. Das eine waren die Juden, das weiß jeder, das andere waren aber die Deutschen. Das hat er am Ende, also als er da allein in seinem Bunker war und alles verloren war, hat er also die Deutschen verflucht, hat gesagt, die waren also sozusagen nicht gut genug für ihn. Er hat also dann also ganz furchtbare Sachen losgelassen. Das ist also eine typisch nihilistische Haltung, ja? Ja, und jetzt haben wir dann zum Beispiel gesehen, vor wenigen Wochen eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, und das Ganze hieß, es ist eine parteiübergreifende Veranstaltung, also das ist nicht unbedingt parteipolitisch irgendwie gesetzt. Und es geht um den Übergang unserer Gesellschaft in das Zeitalter der Nachhaltigkeit. Die Wissenschaftler, die geladen waren, sprachen dann, und die gaben sich natürlich auch sehr, sehr neutral. Sie sagen, wir gucken nur auf die Fakten, wir gucken nicht darauf, welches Parteibuch jemand hat, wir sagen einfach, wie es ist. Und man plädierte hier für einen Schritt in der Menschheit, der genauso groß ist wie die bekannteren Schritte aus der Vergangenheit, also in die Agrargesellschaft hinein, dann in das Industriezeitalter hinein und jetzt in dieses große Fragezeichen, das Zeitalter der Nachhaltigkeit. Also auf jeden Fall, diese Leute sind äußerst politisch, sie sind äußerst fanatisch, aber wie versucht man hier eben zu verhindern, dass Leute diesen Nihilismus sehen? Ja, also Sie spielen ja jetzt an auf dieses Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen, abgekürzt WBGU. Das ist, also da gibt es ja in diesem Gutachten gibt es ja auch Passagen, die sehr offen praktisch für das Ende unserer gegenwärtigen Demokratie plädieren, weil sie sagen, dass unsere Abstimmungsmechanismen, die dauern ja viel zu lange, es wird alles verschleppt und man braucht sozusagen eine Elite, die da vorangeht und den Leuten zeigt, wo es lang geht. Der Begriff Nachhaltigkeit, muss man ja sagen, ich habe den selbst ja eine Zeit lang auch durchaus positiv benutzt. Nachhaltigkeit kommt ja bei uns in Deutschland aus der Forstwirtschaft. Also das heißt einfach nur, dass man nicht mehr Wald einschlägt als nachwächst, ja. Das heißt also, das ist durchaus etwas Positives. Das heißt, es ist ein vernünftiges Wirtschaften, wo man also eben nicht auf den schnellen Reibach setzt, sondern eben auf ein solides Geschäftsgebaren, von dem auch noch die Nachkommen etwas haben, sozusagen. Ja, das ist ja was Gutes. Und dann hat man aber diesen Begriff übernommen und in ganz andere Zusammenhänge gestellt. Und also das hat sich von der Forstwirtschaft losgelöst und hat dann gesagt, man muss überall nachhaltig wirtschaften. Das ist also sehr schwer, weil es ist ja sehr schwer zu erkennen, für die Menschen sind ja halt, die haben ja nur eine eingeschränkte Erkenntnisfähigkeit. Man weiß ja immer erst im Nachhinein, was wirklich nachhaltig ist. Das ist ja das große Problem. Also man kann es eigentlich, außer vielleicht in der Waldwirtschaft, wo es noch übersichtlich ist, da kann man gucken, ob man genug Bäume nachpflanzt. Das kann man einigermaßen, aber sonst weiß man in der Regel ja immer erst im Nachhinein, was überhaupt nachhaltig ist. Und das ist ja eben halt, das heißt, man braucht im Grunde genommen dann halt den Markt. Also der Markt sagt im Endeffekt, was nachhaltig ist. Also das, was sich auf dem Markt bewährt, das kann halt längere Zeit bestehen. Und was eben, wenn ich eine Ware produziere, die niemand haben will, dann wird sie nicht gekauft und ich kann einpacken sozusagen, ja. Und das heißt, was ich brauche, um überhaupt zu wissen, was nachhaltig ist, brauche ich den Markt. Und diese Leute, die das vertreten, die haben aber oft, die stehen mit der Marktwirtschaft ja meistens auf Kriegsfuß. Das heißt, sie tun so, als könnten irgendwelche Experten im Vorhinein wissen, was nachhaltig ist. Ja, das ist ja der Anspruch. Und das ist ein Anspruch, der ist einfach, das ist Hochmut, sag ich mal, in Reinform. Und nach dem bekannten Sprichwort kommt Hochmut vor dem Fall. Das heißt also, wer diesen Anspruch so vertritt und sagt, er kann
im Vorhinein wissen, was sich also auf dem Markt bewährt, der ist nicht seriös für mich. Ja? Also man sieht ja immer, dass die Propaganda immer auf ein jeweiliges Zielpublikum zugeschnitten ist. Also wir haben dann, sag ich mal, die Variante für das gemeine Publikum. Also man erklärt den Leuten dann ganz simpel, nun, es gibt halt begrenzte Ressourcen, es ist alles endlich und es ginge alles angeblich bald wieder zur Neige, obwohl das halt angeblich alles schon zu Ende wäre, wenn man den vergangenen Botschaften Glauben geschenkt hätte. Also das ist dann so die simple Variante. Ja. Es muss irgendwie eine vernünftige Instanz her, die dann mehr oder weniger die Parteien oder die Konzerne in Schach halten muss, das Individuum in Schach halten muss, dass man nicht auf Kosten der Allgemeinheit sich hier bereichert. Also dieses grundmenschliche Bedürfnis, dass halt, dass Leute sozial handeln, sozial nicht gleich sozialistisch. Aber Wie viel würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, wie viel von der Propaganda ist diese ganz simple Kiste und wie viel davon ist die komplexere Sache mit Zahlen und Baumrindendaten und Messstationen auf der ganzen Welt und Satellitenfotos und Pachauri und der IPCC und diese ganze Schiene, die Sie hier in dem Buch behandeln. Wie denken Sie, ist die Gewichtung von der simplen Propaganda hin zu der Propaganda von Weißkitteln, von sogenannten Wissenschaftlern für ein etwas interessierteres Publikum? Ja, also es geht ja immer um das gleiche Schema. Das ist das Schema, von was der englische Landgeistliche und Ökonom Robert Malthus schon Ende des 18. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Der hat ja ein Buch über die Theorie der Bevölkerungsentwicklung, war was Neues, hat hergeleitet, dass die Bevölkerung sich immer exponentiell vermehrt und dass aber die Nahrungsmittelproduktion, die kann nur arithmetisch, also linear vermehrt werden. Das hat er einfach so behauptet. Ja, man konnte das nicht belegen. Man hat auch nachher, man kann also Zahlen sehen in der Geschichte. Es war nie so. Es hat immer über längere Zeiträume ist die Nahrungsmittelproduktion immer schneller gestiegen als die Bevölkerung. Ja, und es war aber immer das gleiche Denkmuster. Man ging aus von einem ein für alle Mal gegebenen Vorrat an Ressourcen, das können ganz verschiedene Ressourcen sein, und die werden durch eine unkontrollierte Vermehrung der Bevölkerung einfach aufgefressen. Und jetzt das Gegenmittel ist halt, man muss die Leute daran hindern, sich zu vermehren. Das kann man, also der Malthus hat das, der hat eigentlich, der war ja Geistlicher auch, der hat den Leuten also Moral gepredigt, die sollen sich etwas zurückhalten, sollen keusch leben und pipapo. Aber später hat man auch direkt die Leute an der Vermehrung gehindert, indem man sie zwangssterilisiert hat, und zwar im großen Maßstab. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass die Engländer, die haben in Indien, und tun das heute noch übrigens, sie geben heute noch Geld dafür, dass in Indien Frauen zwangssterilisiert werden, also gegen ihren Willen, und um das übermäßige Bevölkerungswachstum in Indien aufzuhalten. Nur der Witz ist, dass in Indien mittlerweile, da wird so viel Weizen produziert, dass man gar nicht weiß, wohin damit. Es waren vor wenigen Wochen, waren in den Zeitungen Meldungen, da hat man gesehen, da waren auch Bilder, dass also ganze Getreidelager, die sind verschimmelt, weil die Leute so viel hatten, dass sie das gar nicht wegbringen konnten praktisch. Also das heißt, es ist auch in Indien, in so einem Land, wo also die Bevölkerung immer noch schnell wächst, ist das eigentlich nicht das Problem, die Ressourcen wachsen schneller als die Bevölkerung. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass die Ressourcen eben nicht ein für alle Mal gegeben sind, sondern dass die Frage, was ist eine Ressource oder nicht, das ist ja abhängig von unserem Wissen. Und das menschliche Wissen wächst also ständig. Das heißt, irgendwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt völlig wertlos ist, irgendein wertloser Stein,
der kann im nächsten Jahr schon ein wertvoller Rohstoff sein, weil man irgendetwas damit machen kann. Ja? Man hat zum Beispiel heute diese sogenannten seltenen Erden, die man für die Elektronik braucht. Das war früher völlig wertlos. Heute ist das gesucht. Diese Rohstoffe sind heute zum Teil teurer als Gold. Also man sieht, man kann nicht davon ausgehen, dass die Ressourcen ein für alle Mal begrenzt sind. Das Entscheidende ist das menschliche Wissen. Und da muss man eben auch dafür sorgen, dass das menschliche Wissen sich entwickeln kann, dass die Forschung entwickeln kann, dass die Erziehung sich entwickelt und so weiter. Also darauf kommt es letzten Endes an. Das heißt, Sie reißen hier einen Stützpfeiler nach dem anderen ein von dieser gefährlichen Ideologie, diesem fast schon allseits gegenwärtigen, diesen allgegenwärtigen Kult. Also wir haben die vermeintliche Ressourcenknappheit, also Erdöl, Erdgas, es sei nur noch so wenig da, dass wir jetzt die Energiewende einläuten müssen, dazu gleich noch mehr, und dass wir dann diesen geordneten Wechsel jetzt vollziehen müssen. Dann CO2, also angeblich die Überhitzung des Planeten durch CO2-Ausstoß, das ist die zweite große Säule. Dann, was haben wir noch? Eben die Überbevölkerung, wie Sie gerade erklärt haben, das ist auch so eine dieser Säulen. Die Leute denken sich halt, okay, wir sitzen alle in diesem Boot und es sind schon zu viele Leute und wir könnten irgendwann untergehen. Ja. Obwohl es einfach ja nicht der Realität entspricht, weder vom Platz her noch von der Lebensmittelproduktion. Was gibt es sonst noch für Säulen? Also Sie reden hier zum Beispiel über Wasser in Ihrem Buch. Wasser, ja. Also ich meine, es bin nicht ich allein, es gibt andere, die zum Beispiel der Björn Lomborg, der Däne, der jetzt Professor für Statistik ist, der hat ja darauf hingewiesen, dass die Menschheit, wenn man mal diesen Begriff nimmt, eigentlich ihre Ressourcen sehr schlecht investiert, weil es gibt also Probleme, die sind dringend und es gibt Probleme, die weniger dringend sind. Ja? Und aktuell ist halt so, dass das meiste Geld in Probleme fließt, die gar nicht so dringend sind. Ein ganz dringendes Problem ist Wasser, da wird aber sehr wenig eigentlich investiert und man könnte die Probleme der Trinkwasserversorgung von Milliarden von Menschen könnte man mit relativ bescheidenen Summen könnte man die beheben, ja. Aber dahin fließt ja kaum Geld. Über Wasser redet man ja kaum. Das kommt mal ab und zu im Nebensatz vor. Dann das Hauptthema ist also Klima und bei Klima, da weiß man eigentlich sehr wenig, muss man sagen. Also es ist ohnehin so, dass die Menschen, muss man ja auch wissen, dass das menschliche Wissen ist ja im Grunde genommen immer Vermutung. Es gibt ja nie letzte Beweise für eine wissenschaftliche Vermutung. Das sind immer Hypothesen. Und ich muss zumindest mal angeben können, das sagt also der Philosoph Karl Popper, fordert das, das Kennzeichen von wissenschaftlichen Hypothesen ist, dass ich sie zumindest theoretisch widerlegen kann. Ja? Also ich muss mir Experimente ausdenken können, womit ich diese Theorie widerlegen kann. Und wenn ich diese Experimente mir nicht ausdenken kann gegen etwas, dann ist das überhaupt keine wissenschaftliche Hypothese. Ja? Es gibt also Sachen, die stehen einfach so als Behauptung im Raum. Ich kann nicht einmal theoretisch angeben, wie ich die eventuell testen könnte. Und beim Klima ist das der Fall. Also zum Beispiel die Sache mit CO2. Es gibt kein Experiment, was uns Aufschluss darüber geben kann, ob das CO2 das tut, was man davon behauptet, ja, dass es also die Lufttemperatur ansteigen lässt. Dafür gibt es keinen Test. Es gibt nicht mal theoretisch einen Test dafür. Das ist eine Behauptung, die frei im Raum steht. Ja, aber die Leute glauben es trotzdem, weil es wird halt ständig wiederholt in den Medien. Und es ist halt so, dass man, wenn man etwas tausend und abertausend Mal wiederholt, dann bleibt immer etwas hängen, sage ich mal. Obwohl mittlerweile, muss man auch sagen, die Leute sind etwas skeptischer geworden, weil es sich gezeigt hat, dass die Temperatur ja nicht mehr gestiegen ist. Mittlerweile schon seit 13 oder 14 Jahren ist die Temperatur auf der Erde überhaupt nicht mehr gestiegen. Das heißt also, die Annahme, dass das irgendetwas mit unserer CO2
Ausstoß zu tun haben könnte, die steht auf sehr wackeligen Beinen. Ja? Ja. Jetzt sehen wir in der Popkultur ein Beispiel nach dem anderen von diesem Konzept Back to Nature, zurück zur Natur. Wie beispielsweise die populäre Verfilmung der Herr der Ringe-Bücher. Tolkien bekanntermaßen großer Naturfreund, und er gab dann in seinen Büchern, die dann jetzt als Filme nochmal um die Welt gingen, er zeigte dann eben diesen bösen Zauberer, der einen großen Wald niederholzen lässt, und das war dann seine Darstellung der Industrialisierung, die er gar nicht mochte. Also sein geliebtes England wurde hier abgeholzt und überall kamen die Fabriken hoch, generell die Wunschdarstellung vieler ist das, was sie dann auf der Kinoleinwand gesehen haben, nämlich Leben wie die Elben, quasi mitten im Wald oder auf den Bäumen, ja, in diesen wunderschönen Häusern, wo die Bäume dann da durchwachsen, oder halt eben wie die Hobbits, auch mitten in der Natur, mitten in diesen Erdhäusern. Dann Avatar von James Cameron, der seine Filme, glaube ich, zwei seiner Filme, die erfolgreichsten aller Zeiten, der eine war Titanic, der andere ist Avatar. Und in Avatar geht es auch wiederum um die Ausbeutung irgendeines Minerals auf einem fremden Planeten. Und die böse Menschheit kommt da angerückt mit schwerem Gerät, will die schöne Natur kaputt machen. Und man vermischt hier in Avatar diese James Lovelock Gaia-Hypothese mit rein, also die Erde sei dieser Organismus. Und wir würden den Organismus mit jeglicher industrieller Tätigkeit zerstören. Und als Gegenmodell wird dann in Avatar eben gezeigt, diese ausländische Rasse, und der Mensch kann da irgendwie teilhaben an ihr. Und die leben eben in der Wildnis, im Dschungel, die noblen Wilden. Also was denken Sie ist der Kern, der hier den jungen Leuten vermittelt wird? Wissen die jungen Leute überhaupt noch, wie sehr wir angewiesen sind als Zivilisation auf industrielle Tätigkeit, oder ist einfach der Hass auf Zivilisation durch die Exzesse, durch die Korruption, durch die Übertretung von Gesetzen, ist der Hass so groß geworden, dass das jetzt die Basis wegbricht für Wirtschaften, für Industrie? Ich weiß nicht, es ist sehr vielschichtig, auch wenn Sie jetzt anspielen auf Tolkien. Ja, Tolkien ist ja auch, glaube ich, etwas vielschichtiger. Er war ja, wie man erst später erfahren hat, praktisch, er war ja ein sehr gläubiger Katholik. In seinen Fabeln ist ja auch viel Religiöses drin. Und da muss man also sehr differenziert diskutieren, glaube ich. Ja. Aber diese Mythos vom edlen Wilden, der ist ja Teil unserer Kultur geworden, unseres kulturellen Erbes geworden. Der Mythos, der stammt ja bekanntlich von Rousseau, und vieles, was Rousseau geschrieben hat vor 200 Jahren, das ist heute Allgemeingut, das wird gar nicht mehr hinterfragt im Grunde genommen, ja. Und das war ja nie, die Geschichte vom edlen Wilden hat ja nie gestimmt, das war immer erfunden. Man weiß in der Zwischenzeit, dass auch angeblich sehr naturverbundene Indianerstämme, dass die auch Riesenschäden auch verursacht haben. Die konnten ja Brandrodung machen, also man hat ja, also mit Brandrodung konnten auch vergleichsweise primitive Völker schon große Schäden anrichten. Das ist ja mittlerweile, von den Fakten ist das alles sehr überholt. Der Mythos sitzt tief, denke ich schon, aber die jungen Leute heute, die haben, also ich denke, das ist sehr widersprüchlich, weil sie springen ja, sie haben eine Skepsis gegenüber bestimmter moderner Technik, aber sie springen ja auf der anderen Seite auf jedes neue Gadget, ja, wenn ein neues iPod, ein neues Dings rauskommt, das ist sofort, jeder muss es haben sofort, ja. Aber den Kapitalismus hassen, ja, und generell den Markt hassen, ja, aber... Ja, ja, also sie haben ein sehr zwiespältiges Verhältnis, also es gibt sehr viele Sachen, die sind also sehr schnell, aber es ist natürlich klar, also man hat diese, ich sag, das ist auch zum Teil schizophren, weil man hat zum Beispiel auf der einen Seite hat man ja einen tief sitzenden Hass sogar, kann man sagen, auf die Atomenergie, ja, weil das sozusagen etwas
etwas Großes ist. Dabei muss man dazu sagen, man kann auch ganz winzige Atomkraftwerke bauen, die man gar nicht sieht sozusagen, also so Art Atombatterien oder so. Und auf der anderen Seite hat man, also die Atomkraftwerke sind ja im Vergleich zu ihrer Leistung relativ kompakt, sag ich mal. Und um die Leistung eines Atomkraftwerkes aufzuwiegen, brauchen sie Tausende von Windrädern, ja, und die nehmen ja, das sind ja Monstren, die sind ja viel größer als die Atomkraftwerke und die verschandeln die Landschaft, sie sorgen dafür, dass eine Menge Fledermäuse und Milane dort zerschreddert werden. Diebe klauen den Kupfer und so weiter. Die haben also sozusagen mit einer angeblich naturnahen Technik, hat man heute die größte Naturzerstörung, die es gibt seit der industriellen Revolution. Augenblicklich spielt sich in Deutschland die größte Naturzerstörung seit der industriellen Revolution ab, ja? Weil die Landschaft flächendeckend verbaut wird mit diesen Monstern. Aber sie haben immer ein gutes Image. Das Windrad ist zum Symbol von Natur geworden, sozusagen, obwohl es eine zerstörende Technik ist. Ne? Jetzt, um kurz bei der Atomkraft zu bleiben, gab es die Bestrebungen, Forschung zu bremsen? Gibt es neue interessante Konzepte, wie man halt eben vielleicht Reaktortypen schaffen kann, wie man das Ganze betreiben kann, ohne eben die Korruption, ohne den Blödsinn, ohne die Sicherheitsvorkehrungen, die schleifen gelassen werden? Ja, ich denke schon. Also es gibt ja mehrere Konzepte von sogenannten Mini-Atomreaktoren oder Kompaktreaktoren, wie man sie bezeichnet. Die sind auch, also von der Konzeption her, inhärent sicher. Das heißt also, sie sind erstmal so klein, dass da nur eine kleine Menge von Kernbrennstoff überhaupt vorhanden ist. Das heißt, die kritische Masse, die für eine Atomexplosion notwendig wäre, kommt ja da nie zusammen. Ja? Das heißt, das Ding kann nie explodieren, ja? Zum Beispiel, schon allein wegen der Kleinheit. Und dann kann man das komplett einschweißen. Es gibt also Konzepte, die funktionieren auch schon, da ist so Mini-Reaktoren, die man mitsamt dem Brennstoff einschweißt, wo niemand dran kann von außen, und die haben Brennstoff dann für 50 oder für 100 Jahre. Man muss da überhaupt nicht mehr dran gehen. Ja? Man kann die dann in seinem Vorgarten unter Umständen eingraben und alles, was man sieht, das sind zwei Drähte, die dann aus der Erde kommen, die den Strom abführen eben. Ja? Die brauchen keine Kühlung, weil da gibt es also so einen Typ, da läuft die Kühlung über flüssiges Blei. Das wird durch die Reaktorwärme wird das selbst also durch Konvektion in Bewegung gehalten. Also man braucht keine Pumpe, da ist kein mechanisches Teil drin, was irgendwie verschleißen könnte. Und die Dinger laufen, können 50, 100 Jahre können die laufen, ja. So etwas gibt es schon, nur ich denke, in Deutschland ist das nicht genehmigungsfähig. Also niemand hat auch noch eine Genehmigung beantragt bei uns, aber die Russen haben zum Beispiel angefangen, solche Kompaktreaktoren anzubieten auf dem Weltmarkt, ja. Also da gibt es definitiv neue Ansätze. Stichwort kalte Fusion, das wird auch immer rumgereicht wird. Definitiv, es gibt was Neueres als jetzt, sage ich mal, den alten Kernreaktortyp. Es gibt was Neueres als die Solarzelle. Ja, 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 das ist also, die Solarzelle ist ja im Vergleich man kann sagen, das ist ja eine Primitivtechnik eigentlich im Vergleich zu dem, was man heute schon im Auge hat, also sozusagen kalte, also man spricht ja heute nicht mehr von kalter Fusion, weil das ist ein irreführender Begriff, man spricht von Transmutation, und die Transmutation ist ja, also alle Kernphysiker wissen, dass das auch technisch möglich ist, ja, man führt in bestimmte Isotope führt man Neutronen ein. Und das Isotop verändert sich dadurch, durch die Aufnahme von Neutronen. Und dadurch entsteht eben Energie auch. Ja, das ist der Prozess. Und der läuft auch in verschiedenen Richtungen. Man hat ja auch
das Konzept zum Beispiel, da wurde auch in Deutschland übrigens viel geforscht, unter anderem in Karlsruhe, dass man also die radioaktiven Abfälle aus den herkömmlichen Atomkraftwerken, dass man die beseitigt durch Transmutation. Das heißt, aus den Abfällen macht man völlig ungefährliche Elemente und dabei entsteht sogar noch Energie. Also die Abfallbeseitigung, durch die Abfallbeseitigung gewinnt man noch zusätzliche Energie. Und diese ganze Forschung läuft in Deutschland mittlerweile auf Sparflamme. Es ist noch nicht ganz eingestellt, aber man hat, das ist nicht mehr dieses große Gebiet, aber es ist technisch möglich. Ja? War nicht Joschka Fischer einer der Politiker, der die große Bremse gebracht hat, der aufs Bremspedal getreten ist? Ja, der hat es ja auch sehr, also ich denke, der Joschka Fischer, ich kenne ihn ja persönlich aus meiner Jugendzeit. Ich hab ja mit ihm Fußball gespielt früher und ich denke, dass er das, also er hat da eigentlich gar keine wirklich dezidierte Meinung. Das ist ihm eigentlich relativ egal. Er sucht sich das, womit er sich profilieren kann. Ja? Und, okay. Und ich habe ihn damals erlebt in Frankfurt, als da bei Höchst, da ging es darum, dass man die Insulinproduktion, also jetzt Humaninsulin, durch genmanipulierte Zellen erzeugt wurde, dass man das genehmigt. Das hat er das ist in Deutschland über 10 Jahre oder noch länger verzögert worden und man macht es heute trotzdem, aber halt mit 10 Jahren Verzögerung, ja. Und da hat er alles, der ist auf alles aufgesprungen, was ihm Wählerstimmen bringen konnte und das hat er getan, ja. Was er dazu wirklich für eine Meinung hat, das ist völlig Nebensache, glaube ich, ja. Also haben wir es mit einer übergeordneten Ideologie zu tun, also ein sehr, 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 sehr abgründiges Ziel. Also man spricht hier von Meta-Governance oder Global Governance. Es ist sehr viel das Wort global verwendet worden, auch in dem Bericht des Wissenschaftlichen Beirats, Bundesregierung und so weiter und so fort. Der gestaltende Staat. Wir können diese ganzen Säulen niederreißen. Wir wissen also, okay, wir können mehr Energie erzeugen, als wir jetzt so eigentlich wirklich brauchen. Ja. Es ist diese Knappheit ist da einfach nicht da. Was ist dann jetzt also mit dieser erzwungenen, also ohne vernünftigen Grund, ja, mit dieser erzwungenen Energiewende? Also erst hat es geheißen von den Leuten in der Stimmung in Deutschland, ja, das ist toll, das ist grün, das ist super, das ist schön. Jetzt in den Umfragen schaut es wieder ein bisschen schlechter aus für dieses Konzept. Die Leute merken, okay, es wird ziemlich teuer. Jobs verschwinden ja. In Spanien, glaube ich, für jeden grünen Job verschwanden statistisch 2,2 reale Jobs. Und langsam fragen sich die Leute, Moment mal, sollen wir da jetzt überhaupt aufs Gas drücken? Es werden Kosten genannt von 60 Milliarden, um die deutschen Energienetze zu ändern. Dann spricht man von, wer weiß, wie viel Kosten für Desertec? Dann sagt man jetzt, okay, wir brauchen überall Smart Meter und Smart Grids. Meine Frage an Sie, Herr Gärtner, was ist der tatsächliche, ehrliche, von Blödsinn bereinigte Wirkungsgrad von den Technologien, die jetzt überall hier beworben werden? Also das vom Elektroauto hin zum generell nachhaltigen Strom, der aus der Dose kommt, Strom aus sogenannten regenerativen Energien. Was ist die Realität? Wie ist der reale Wirkungsgrad von diesem quersubventionierten Zeug? Ja, ich möchte jetzt nicht über den globalen Wirkungsgrad, der ist von Technologie zu Technologie verschieden, aber was wichtig ist dabei ist, dass wir keine großtechnische Möglichkeit haben, Strom zu speichern, ja? Weil es ist ja so, wir hatten ja wenn man nur erstmal über Strom, es gibt ja noch mehr Energien, aber die sogenannte Energiewende bezieht sich ja komischerweise praktisch nur auf Strom. Das, ne, also so, als wäre das die einzige Energie, es ist aber nicht. So, wenn man über Strom redet, da ist es so, wir hatten ja ein sehr gut funktionierendes Stromversorgungssystem, das beruhte auf Großkraftwerken, es gab aber auch eine ganze Reihe von kleineren Kraftwerken, aber das ganze System war sehr zuverlässig, ja. Und man kann darüber diskutieren, wie man zu den Atomkraftwerken steht. Ich bin ja kein
unbedingt der Anhänger der herkömmlichen Atomkraftwerke, weil die hatten mit Marktwirtschaft, die ich also befürworte, ja wenig zu tun. Die waren auch subventioniert. Aber man muss sagen, das System hat funktioniert. Es war sehr zuverlässig. In Deutschland hat man, da war die durchschnittliche Stromausfallzeit über das ganze Jahr, die lag bei weniger als einer Viertelstunde. Ja, da waren wir international Spitze. Und wir lösen jetzt dieses funktionierende Versorgungssystem, lösen wir ab durch ein System, was im Wesentlichen auf Zufallsenergien beruht. Ja, die Windräder produzieren Strom, wenn der Wind weht. Das sind im Land nicht mal 20% der Zeit, ja, weniger, 15 oft nur. Dann die Solarpaneele liefern Strom, wenn die Sonne scheint. Das ist in Deutschland auch relativ selten. Deutschland ist bekanntlich kein Sonnenland. Die Leute fahren nicht zufällig in den Süden im Sommer, weil sie die Sonne suchen, ja. So, und wir lösen also das funktionierende System ab durch ein System, was im Wesentlichen auf Zufallsenergien beruht. Und das würde funktionieren. Es würde funktionieren, wenn es Möglichkeiten gäbe, den Strom großtechnisch zu speichern, ja, für die Zeiten, wo eben kein Wind weht und wo es eben Nacht ist, wo keine Sonne scheint. Aber diese großtechnischen Möglichkeiten, die gibt es nicht. Also es gibt theoretisch Möglichkeiten, man kann den erzeugten Strom umwandeln in Methangas. Ja? Das ist aber ein Prozess, der mit sehr großen Verlusten verbunden ist. Das ist also, da kommt am Ende, da kriegen Sie weniger als die Hälfte raus. Ja? Oder Sie können Wasserstoff erzeugen, dann kriegen Sie noch weniger raus. Das sind also Riesenverluste, das kostet einen Haufen Geld. Und außerdem ist es auch noch nicht vollständig erforscht. Und das heißt also, das Ganze steht und fällt mit der Möglichkeit, Strom zu speichern. Und die Ingenieure arbeiten ja, man muss dazu sagen, Wechselstrom, der aus unseren Steckdosen kommt, können sie gar nicht speichern, Wechselstrom. Speichern kann man Gleichstrom, aber jedermann kennt die Batterien, die sind mehr oder weniger groß, aber es ist alles eine Batterie hat eine sehr begrenzte Kapazität und da kommt Gleichstrom raus. Wenn Sie das nutzen wollen, müssen Sie wieder den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, kostet wieder Verluste. Und die Ingenieure arbeiten seit über 100 Jahren daran, einen Energiespeicher zu entwickeln. Und sie haben leider nichts gefunden. Und es gibt Spezialisten, die sagen, wenn Ingenieure, und wir haben ja gute Ingenieure gehabt immer, wenn Ingenieure sich 100 Jahre lang über ein Problem beugen, dann kommt auch in den nächsten 100 Jahren nichts raus. Also weil uns die Natur nicht den Gefallen tut, so eine Speichermöglichkeit also bereitzustellen, sage ich mal. Ja? Das ist unser Problem. Und jetzt wird das Ganze, also wir gehen in ein System hinein, das eben mehr oder weniger funktioniert. Wir hatten im letzten Winter Glück. Man hat den Leuten erst nachher gesagt, dass es im Februar Tage gab, wo wir haarscharf am totalen Blackout vorbeigeschrammt sind. Ja. Ja? Und es kann passieren, wir hatten ja dieses Jahr insgesamt einen milden Winter. Es war ja nur 2 Wochen kalt im Grunde genommen. Wenn der nächste Winter zufällig etwas länger kalt ist, dann kann es passieren, dass wir alle im Dunkeln sitzen und nicht nur im Dunkeln, sondern auch im Kalten, weil es gibt ja keine Heizung, die heute ohne Strom funktioniert, dann wird es sehr ernst in Deutschland, ja. Ja, sehr, sehr ernst. Ja, und jedes Mal, wenn ich das ADAC-Heft aufschlage, ich bekam vor kurzem meine goldene ADAC-Karte, auf jeder zweiten Seite gibt es irgendeinen Bezug zu CO2-Einsparung, zu Klima. Also die sogenannte Autofahrerlobby scheint hier eigentlich längst auf dem Trip zu sein, das normale Auto abschaffen zu wollen. Also ist es nicht so, dass man uns die verlässlichsten Technologien wegnimmt, also den klassischen Dieselmotor, den klassischen Benzinmotor, die Technologie, die das menschliche Potenzial erst sich entfalten lassen, dass man uns diese Technologien wegnimmt und eigentlich uns stattdessen Technologie gibt, die halt eben
Kosten verursacht, eben kollektiv immer ist, kollektiv abhängig ist, politisiert ist, subventioniert ist oder halt einfach, ja, schön ist wie die ganzen Gadgets, die iPhones, die iPads, aber letztendlich nie und immer vergleichbar sind mit den klassischen Technologien der letzten 100 Jahre. Ja, also man kann einen Trend sehen, dass man alles, was sozusagen auf dem freien Markt funktioniert, durch Angebot und Nachfrage, dass man das ablösen möchte mit Lösungen, die nur über die Politik laufen. Ja? Also man soll, also es gibt Leute, die politische Klasse träumt von einem Zustand, wo eben niemand mehr sich ohne die Politik versorgen kann mit den elementarsten Sachen. Es geht nicht nur um die Energie, es geht um alles letzten Endes, wo alles politisiert wird, wo alles abhängt von politischen Entscheidungen und wo auch jedes Geschäft abhängt davon, dass man sich mit der Politik gut stellt, sage ich mal allgemein, ja, und dass man keine Lösung mehr zulässt, die sich auf dem Markt sozusagen von selbst rausbildet, ja. Und da ist natürlich diese sogenannte Elektromobilität, das ist eine Sache, die ist voll politisch. Die politische Klasse möchte das ziemlich einhellig, ja. Die Leute sagen, es gibt natürlich Leute, ich würde auch gerne in einem mit einem Elektroauto fahren, weil die fahren schön ruhig und haben auch eine ganz interessante Beschleunigung und so weiter. Nur dummerweise komme ich mit der Batterie nicht weit, ja. Und es hat sich ja gezeigt, dass die meisten Autofahrer machen um Elektroautos einen großen Bogen. Es sind ja noch kaum welche verkauft worden, aber die Politik spricht jeden Tag von Elektromobilität und der ADAC leider, anstatt die Interessen der Automobilbesitzer zu vertreten, lässt sich einspannen von der Politik, ja, ist klar, und machen alle Reklame für Elektromobilität, die bis jetzt kaum jemand haben will, ja, das muss man sagen. Also die Leute sind ja nicht dumm, also die wissen ja, dass man damit nicht weit kommt einfach, ja. Ja, und und was ist davon zu halten, von dem, was man jetzt in diesen ganzen Plandokumenten lesen kann, also sei es jetzt die alte Agenda 21, sei es jetzt die neuen Dokumente, dass man diese riesige Verstädterung erreichen möchte. Und zwar, dass man mehr oder weniger alles, was nicht Megacity ist, in sogenannte Naturschutzgebiete verändert. Bei uns im Forum haben Leute dann Sachen gepostet, massenhaft Material, wie viel in den Vereinigten Staaten, in Deutschland und anderswo bereits als Naturschutzgebiet erklärt wurde, wo also die Politik die Hand drauf hat. Und man soll also quasi nirgendwo mehr einen Fuß hinsetzen dürfen und möglichst in eine dieser Superstädte leben. Was ist davon zu halten? Ja, grundsätzlich kann ich da nicht also viel dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Trend ist, der sich durchsetzen wird. Aber es ist natürlich so, dass die Leute in den Städten politisch viel besser kontrollierbar sind als auf dem flachen Land. Das ist klar, ja. Und ich meine, gerade in so einem Land wie Amerika, da gibt es halt noch noch große Landstriche, die dünn besiedelt sind und wo es einfach aufgrund dieser Tatsache schon sehr, sehr viel Freiheit auch gibt. Und die Leute, die haben ihre Flinte im Haus und können sich selbst gegen Einbrecher wehren brauchen den Staat nicht. Die können sich selbst versorgen. Und alles, was in Richtung Selbstversorgung geht, denke ich, das stört die politische Klasse. Die möchten Leute haben, wie ich schon sagte, die abhängig sind von der Politik, die abhängig sind von der Gnade der politischen Klasse. Jeder soll zum Bittsteller werden bei der Politik, das ist das Ziel, ja, und das erreicht man besser in großen Städten als auf dem flachen Land, ja. Ja, und was sind die Strategien, ich meine, wir haben jetzt Ihr Buch vor uns, Öko-Nihilismus 2012, Selbstmord in Grün, wir haben das Buch jetzt vor uns
blenden auch hin und wieder ihren Blog ein, ihre Webseite. Was ist die Medienstrategie von den Leuten, die ihren Kopf noch richtig rum angeschraubt haben, die halt eben merken, diese ganzen Säulen dieser Ideologie sind eigentlich äußerst fragwürdig, wenn nicht gar blanker Schwindel? Wir müssen ja verschiedene Leute erreichen, also ein vielschichtiges Publikum, die sich stark voneinander unterscheiden. Wie müssen wir auf die einzelnen verschiedenen Gruppen zugehen? Also eine Gruppe wäre dann zum Beispiel die studentische Jugend, also zwischen 18 und sagen wir so 26, 27, die vielleicht in einem klassischen Mittelschichthaushalt aufgewachsen ist, mit fleißigen, vielleicht ein bisschen planlosen Eltern. Und die Jugend denkt jetzt, naja, die Generation von meinen Eltern, so Generation Wirtschaftswunder, sie sind ja nett, aber sie sind mehr oder weniger ein bisschen mitschuld an der Zerstörung des Planeten und an der globalen Erwärmung. Und die Eltern vielleicht noch hängen dem christlichen Glauben an und das ist jetzt auch nicht mehr populär. Also wie erreicht man eine solche Zielgruppe und durchbricht diese Konditionierung und wie erreicht man andere Zielgruppen? Ja, ich weiß, also so aus dem Stegreif kann ich das auch nicht sagen. Das ist ja sehr schwer geworden, bestimmte Schichten heute zu erreichen, weil wenn ich sehe an den Universitäten, das hat sich ja im Vergleich zu der Zeit, wo ich studiert habe, total verändert. Ja, das Studium ist jetzt durch diese ganzen Kurzstudiengänge, also Bologna-Prozess, das ist ja alles zerhackt worden. Also ich habe vor ein paar Monaten mal mich unterhalten mit einer Nichte, die wollte so etwas studieren, was ich studiert habe, kann die aber gar nicht mehr. Aber man kann heute Biologie, kann man gar nicht mehr studieren, das gibt es überhaupt nicht mehr. Man kann nur noch so stückchenweise studieren, muss sich von Anfang an hochspezialisieren, ja. Mhm. Und ich denke, dass das ein Problem ist, dass da eine Generation heranwächst, die überhaupt keinen Überblick mehr hat. Ne? So was wie Studium Generale, was mal früher von jeder Universität, die was auf sich hielt, angeboten wurde, sowas gibt es ja heute nicht mehr. Und das heißt also, wir kriegen eine Generation, die hochspezialisiert ist, ohne Überblick im Wesentlichen. Natürlich gibt es immer auch eine Gegenbewegung. Ich denke schon, eine Gegenbewegung ist natürlich, dass man sehr stark versucht, so sozusagen die globale Sicht jetzt der, also man verschafft sich einen Scheinüberblick, indem man eben die grüne Ideologie aufsaugt, ja, sag ich mal. Die vermittelt ja ein Bild der Welt sozusagen, das ist ja dann eine ganzheitliche Sicht, auch wenn sie nach meiner Meinung nach in vielen Punkten falsch ist. Ne? Und das heißt, man muss dann schon, denke ich, da ansetzen und also die Leute darauf hinweisen, dass es eben eine Menge Widersprüche in diesem Weltbild gibt. Und ich denke, es gibt ja auch so Ansatzpunkte, zum Beispiel der James Lovelock, der Erfinder der Gaia-Theorie, der ist ja jetzt vor kurzem abgesprungen sozusagen. Der ist jetzt für Atomkraftwerke und sagt auch die ganze Klimapropaganda, die wow, ist übertrieben. Man muss das abgeben und das kann schon eine Rolle spielen, weil ich denke, diese Gaia-Theorie ist ja sehr eingängig. Die hat mich auch selbst fasziniert lange Zeit. Und wenn dann der Guru, der jetzt über 90 Jahre alt ist, wenn der abspringt, vielleicht manche zum Nachdenken bringen, ich weiß es nicht, aber man muss da so punktuell, ich denke, es gibt da kein Allheilmittel, wo man die Leute fassen kann. Ja. Aber ich meine, eine Möglichkeit ist doch, und das erkenne ich auch in dem Buch hier, Ökonihilismus, ist eben den ökobewussten Leuten zu zeigen, wer alles hier mitmischt in dieser großen Transformation, welche Konzerne, welche Individuen. Gibt dann so Stichworte, Corporate Responsibility, überall heißt es hier jetzt, wir produzieren grün und so weiter und so fort. Ja. Also was ist noch in dem Buch zu finden, was jetzt vielleicht den ökobewussten Menschen, ich meine, wir wollen alle in einer gesunden Welt leben, was den vielleicht schocken könnte und vielleicht
dazu bringen könnte, eben seinen bisherigen Kreisen, Gurus zu misstrauen. Ja, ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, den Leuten klarzumachen, dass die Hauptnutznießer der grünen Ideologie heute die Großkonzerne sind und die das ja auch aktiv sponsern. Also ich möchte nur noch hinweisen, während jetzt mein Buch rauskam, das kam ja etwas zum ungünstigen Zeitpunkt, kurz vor der Sommerpause, das kam ja fast zur gleichen Zeit das Schwarzbuch WWF vom Kollegen Hüßmann raus. Der zeigt schön auf, wie so eine Organisation wie der WWF, die lange Zeit über jeden Verdacht erhaben waren, wie die ganz konkret die Interessen von Konzernen vertreten, indem sie denen Zertifikate ausstellen und alles Mögliche, um sozusagen zu bescheinigen, dass sie nachhaltig wirtschaften. Dabei heißt das konkret, dass diese Konzerne ganze Länder in Monokulturen von Soja oder von Ölpalmen verwandeln und sozusagen alles nachhaltig, also angeblich, weil das alles nachwachsende Rohstoffe, das sind so Zauberwörter, nachwachsende Rohstoffe. Das heißt aber, dass ganze Länder in Monokulturen umgewandelt werden. Auch Deutschland, die ganze norddeutsche Tiefebene ist mittlerweile ein einziges Maisfeld, ja. Jeder kann sich davon überzeugen. Und alles mit einem grünen Anstrich sozusagen, weil man ja nachwachsende Rohstoffe erzeugt, ja. Und das finde ich wichtig, dass man den Leuten sagt, also hier diese grüne Ideologie nützt direkt den großen Konzernen, ja? Ja, ich habe mir eine Stelle aus dem Buch, es heißt hier, zu der vom World Business Council for Sustainable Development und das World Economic Forum zusammengeführten Gruppe gehörte neben dem Aluminiumhersteller Alcoa, auch beste Beziehungen zu den amerikanischen Neokonservativen, also die Bush-Leute und so weiter, also das absolut rote Tuch eigentlich für die Ökos. Neben Alcoa, dem Halbleiterhersteller Applied Materials, der Fluggesellschaft British Airways, dem Logistikkonzern TNT, den Stromkonzernen Electricité de France, Duke Energy, TEPCO und ja. Vattenfall, den Ölgesellschaften Shell AG und Petrobras, auch die Deutsche Bank, nicht zuletzt der inzwischen praktisch verstaatlichte Kreditversicherer AIG. Und dann gibt es hier noch, geht es hier noch um einen, der einen als einst als Vorzeigeunternehmen für seine CSR hochgelobte Versicherungskonzern galt nach dem Platzen der Derivatenblase im Herbst 2008 in der Wirtschaftspresse auf einmal als die verfaulteste Finanzinstitution überhaupt. Die US-Regierung unter dem neu gewählten Präsidenten Barack Obama konnte aber den Versicherer, der das Jahr 2008 mit einem Rekordverlust von fast 100 Milliarden Dollar abgeschlossen hatte, nicht einfach pleite gehen lassen. Und über den Verkauf von diesen Credit Default Swaps war AIG so eng mit führenden Großbanken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, ja. Barclays, Société Générale, UBS oder Deutschen Bank vernetzt. Also das ist auch das absolute Albtraumland für den linken Öko, oder? Ja. Und das sind sozusagen die Vorzeigeunternehmen der sogenannten Green Economy, ja, die ja jetzt nach der sehr vage ausgegangenen Konferenz Rio plus 20 hat man ja gesagt, jetzt die Politik sozusagen hat versagt, jetzt macht die Green Economy, macht jetzt von selbst sozusagen das, was richtig ist, ja, aber jetzt kann man sich gut ausmalen, was darunter zu verstehen ist. Das sind diese Konzerne, die zum Beispiel eben diese großen Monokulturen anlegen, nur um angeblich CO2-neutrale, nachwachsende Rohstoffe zu erzeugen, ja. Ja, die große Transformation heißt es hier, und zwar geht es hier in dem Kapitel auch um Thomas Robert Malthus, und sind das hier die antichristliche große Transformation, wir haben ja darüber gesprochen, es gibt also dann die Gaia-Hypothese, es gibt dann verschiedene Ausprägungen, sogenannte Erdreligionen, oder auch prinzipiell diese nihilistische Strömung, dass einfach der Mensch ein großes Problem ist, obwohl der Mensch ja eigentlich als Krone der Schöpfung gedacht war.
Was ist jetzt also die, sag ich mal, die religiöse Sichtweise auf das Ganze oder zumindest die politisierte Religion? Denn es gibt eine ganze Menge Christen in Deutschland, es gibt einen ganzen Haufen Muslime auf dem Planeten und Hinduisten und Buddhisten. Wie dreht man das den Leuten an und wo können wir vielleicht ansetzen und sagen, Moment mal, liebe Christen, liebe Muslime, liebe Buddhisten, liebe Hinduisten, liebe Juden, hier ist ein ganz gewaltiges Problem. Ja, ja. Ja, ich meine, es ist immer wieder das Gleiche. Man arbeitet mit bestimmten Schlagworten. Also bei den religiösen Menschen ist ja das Schlagwort Schöpfung bewahren. Ja. Aber das ist natürlich, man findet das natürlich in der Bibel, in der Genesis. Da steht aber nicht nur Schöpfung bewahren, da steht auch drin, dass der Mensch die Erde bebauen soll. Und dass er die Erde füllen soll und mit und sich untertan machen soll, ja. Also das ist ja viel weiter gefasst und natürlich, Sie haben schon darauf hingewiesen, oft in der Bibel gilt der Mensch als die Krone der Schöpfung und ich denke, die Muslime sehen das ähnlich und damit ist es unverträglich, dass man den Menschen sozusagen zum Schädling erklärt. Das tun ja Leute. Es gibt ja einige, zum Beispiel auch einer der hervorragenden Personen ist ja der Prinz Philipp, der lange Zeit, der war ja Gründungsmitglied und lange Zeit Präsident von WWF. Der hat ja mal von sich gelassen, dass er sich wünscht, wenn er wiedergeboren wird, dass er als Virus zur Welt kommt, damit er die Menschheit dezimieren kann. Ja? Also da gelten die Menschen als Schädlinge und man sagt, die Welt ist in Ordnung, wenn die Menschen verschwinden. Das ist natürlich extrem antihumanistisch und auch im wahrsten Sinne des Wortes nihilistisch. Darum geht's. Und diese Ideologien, die werden nicht von allen vertreten, muss man auch sagen, weil die sind ja zum Teil so absurd, dass viele gar nicht wagen, so etwas offen auszusprechen. Aber es gibt einflussreiche Leute, die wirklich so denken und das auch vertreten, ja. Ja, Fernsehen läuft regelmäßig, also sowohl im Privatfernsehen als auch im Öffentlich-Rechtlichen. Ein Programm wie Life After People, also da gab es dann die große amerikanische Serie, Das Leben nach dem Menschen. In Deutschland gab es dann ähnliche Programme, teilweise ist das Material übernommen. Dann gibt es Kinofilme, I Am Legend mit dem weltweit bekannten Superstar Will Smith, wo dann auch etwas die Menschheit dahinrafft und es gibt dann nur noch ganz wenige Hände voll Menschen auf der Welt, die dann sich bewegen können. Auch Hollywood-Filme mit bekannten Stars wie Matt Damon und Kate Winslet, wie Contagion, wo dann auch ein großer Virus ausbricht und die Leute dezimiert. Und man zeigt dann, dass einerseits wir Menschen sind schuld, weil wir einfach zu schnell in der Gegend herumreisen und die Natur zu stark Kontakt haben mit der Natur. Dass deswegen durch unser weltweites Werken und Schaffen, dass da eben diese neuen Viren existieren. Und außerdem sind wir schuld, weil eben nicht diese globalen mächtigen Institutionen entstehen, die dann solche Probleme verhindern können oder zumindest schnell eingreifen können. Also sehr, sehr gruselig, was uns hier gepredigt wird. Ich möchte sagen, die haben ja schon gesagt, da geht es darum, dass man den Menschen auch eben systematisch Schuldkomplexe einimpft. Und Menschen mit Schuldkomplexen, die sind natürlich besonders leicht manipulierbar. Vor allen Dingen kann man ihnen auch nahelegen, dass sie immer mehr bezahlen. Oder das ist ja da haben wir ja schon darauf hingewiesen, alles, was jetzt gemacht wird unter Energiewende und sonst, das geht ja alles in die gleiche Richtung, dass unser Leben in den nächsten Jahrzehnten ganz deutlich teurer werden wird, ja. Und dann, das kann man natürlich Leuten besser vermitteln, wenn man ihnen einen Schuldkomplex einimpft, ja. Ja, der moderne Ablasshandel. Was sind jetzt so die aktuellen Dinge, die der Bürger tun kann, tun sollte, sei es jetzt auf politischer Ebene oder sei es jetzt so auf semi-politischer Ebene, wenn er halt eben mit seinem Geldbeutel Entscheidungen trifft oder generell, wenn er jetzt Entscheidungen trifft, wie soll ich jetzt was sagen, wenn halt eben dann Leute in der Familie oder im Bekanntenkreis oder am Arbeitsplatz, wenn die jetzt halt eben
meinen, sie müssten anderen Leuten schlechtes Gewissen einreden oder meinen, sie müssten jetzt Leute animieren, bestimmte Propagandafilme zu sehen oder Bücher zu lesen. Wo gibt es überall Ansatzpunkte? Was kann der Bürger tun? Was sollte er tun? Was sind so derzeit politische Vorstöße, die es zu bremsen gilt? Zu bremsen, ja gut, also alles, was jetzt dahin geht, das habe ich schon gesagt, dass unser Leben dass viele Teile unseres Lebens erheblich teurer werden. Die Energie wird teurer, die Nahrungsmittel werden teurer, weil es ja jetzt diese Konkurrenz zwischen Tank und Teller gibt, weil immer mehr Flächen für die Produktion von sogenannten Biosprit eingesetzt werden. Das heißt also, wird alles Lebenswichtige wird teurer werden. Und natürlich haben die Leute, ich meine, die Perspektiven sind ja so, dass die Wirtschaftskrise, die ist ja noch am Anfang. Es wird ja, die große Krise steht ja noch vor uns. Das heißt, die Leute werden sowieso ärmer werden. Und wenn dann alles noch teurer wird, dann wird es ja zu einer echten Krise kommen, die für manche Schichten dann auch praktisch zur Überlebensfrage werden wird, ja. Und da steht ja uns noch bevor. Das fängt ja jetzt alles erst an. Wir gehen ja großen Umbrüchen entgegen, ja. Also man kann ja, ich denke, es wird in den nächsten Jahren in großen Teilen Westeuropas auch zu Aufständen kommen, ja. Auch in Deutschland wahrscheinlich. Zum Beispiel, das kann sich auch jeder vorstellen, wenn zum Beispiel heute in einer Stadt wie Frankfurt oder Berlin, wenn da mal 24 Stunden lang der Strom ausfällt, da ist da die Hölle los, ja. Da bauen sie gar keine Fantasie. Das zeigen Studien der Regierung übrigens, meine Damen und Herren, die wir Ihnen ab und zu hier auch mal zitieren. Also da gab es dann eine große Studie, wo es dann hieß, 2 Tage Stromausfall und nichts funktioniert mehr. Ja. Und man muss ja, also der Stromausfall kann ja aus verschiedenen Gründen kommen. Der kann eben kommen durch die Widersprüche der sogenannten Energiewende, weil das alles nicht zusammenpasst, was man jetzt macht, dass man auf Energien setzt, die eben die praktisch nur halt dem Zufallsprinzip gehorchen dass man also immer haarscharf am Blackout vorbeischrammt. Oder Hacker, Terror, Hacker, Sabotage, ja, auch Flames, Stuxnet. Und dann soll ja sozusagen, man hat ja jetzt die Idee, diese Widersprüche, die sollen geklettet werden, indem man durch sogenannte Smart Grids, ja, wo eben dann alles über Software gesteuert ist, aber dann haben sie alles, was sie über Computer steuern, ist auch anfällig für Hackerangriffe, klar. Und es kann niemand ausschließen. Das gibt keine absolute Sicherheit im Internet. Das weiß mittlerweile jeder. Irgendwann gibt es immer einen Hacker, der weiß, der rauskriegt, wie man reinkommt, ja. Ja, oder auch mit USB-Sticks, das ist ja die aktuelle geheimdienstlich favorisierte Variante. Man gibt dann Schmuggelleuten irgendwelche USB-Sticks unter oder irgendjemand bringt einen mit in die Anlage, also die nicht mal unbedingt am Netz hängen muss. Man steckt den USB-Stick kurz rein, wenn keiner zuguckt. Nach so und so vielen Sekunden zieht man ihn wieder ab und schon infiziert sich ein System nach dem anderen und das Ganze breitet sich aus. Ja. Okay, jetzt könnte man ja sagen, okay, wir seien Miesmacher oder wir reden immer nur über diese ganzen negativen Aspekte. Dazu müssen wir natürlich als erstes sagen, naja, wer sind denn die Panikmacher? Wer sind denn die Hiobs-Leute? Also Al Gore, der sich die 6. Villa kauft, eine nach dem anderen, mit Poolhäusern. Teilweise Anwesen, die unter dem oder auf dem Meeresspiegel liegen. Ja? Das ist eher derjenige, der sagt, wir würden alle mehr trinken in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten. Also versuchen wir doch mal, das Ganze andersrum aufzuzäumen. Was wäre möglich, wenn nicht die Planwirtschaft, nicht diese seltsamen Radikalinskis, alles planwirtschaftlich steuern würden, sondern wenn das Vernunftprinzip hier regieren würde und wenn die ganzen vernünftigen Menschen ihre Entscheidungen treffen können, was wäre möglich? Also versuchen Sie doch mal anschaulich, bildlich zu erzählen, was möglich wäre in Bezug auf Energiekosten, in Bezug auf andere Technologien, Kräfte, die frei werden würden weltweit,
durch billige Energie? Was könnten wir mit Armut anstellen? Was könnten wir mit der Versorgung anstellen? Zeigen Sie den Leuten nochmal eine positive Vision von dem, was möglich wäre. Unser Gegenmodell zu diesem neue Weltordnungsmodell, was hier überall propagiert wird. Ja, also klar, wenn man anfängt beim Energiesystem, dann heißt das, dass man das, wenn man es schon ändern will, und das kann man ja, wenn man das, alles wird sich irgendwann mal ändern, der Markt verändert sich auch und man muss es anpassen. Aber man muss die Anpassung bei so einem komplexen System, kann man Anpassungen eben nur behutsam vornehmen und nicht im Hauruck-Verfahren, wie das jetzt bei der Energiewende passiert. Ja. Und das hieße zum Beispiel jetzt, wir haben ja es gibt ja heute keine, das haben wir schon gesagt, keine Ressourcenengpässe mehr. Man hat zum Beispiel, man weiß ja, dass unter unseren Füßen in Deutschland, da liegen riesige Mengen, Billionen von Kubikmetern Gas, ja, also das sogenannte unkonventionelle Gas, also Schiefergas, sagt man auch dafür, was in Schieferschichten enthalten ist. Es gibt zurzeit in der Regierung, ist es ja so, man hat noch gar nicht entschieden, ob man dieses Gas überhaupt nutzen will. Die meisten sind augenblicklich dafür, dass man das gar nicht anzapft sozusagen. Aber das wir kaufen lieber russisches Gas. Wir machen uns lieber abhängig von Gazprom. Möglich. Man hat langfristige Verträge mit Gazprom und wir bezahlen unser Gas mittlerweile sehr teuer, also sehr teuer im Vergleich mit der Tatsache eben, dass der ganze Gasmarkt sich geändert hat. In den USA ist der Gaspreis auf ein Drittel gefallen in den letzten Jahren. Ja? Also das heißt, die haben billige Energie, auch das Öl ist billiger geworden. Man weiß, die USA brauchen in ganz kurzer Zeit sie das Öl aus Saudi-Arabien nicht mehr. Sie haben selbst genug Öl und sie können billige Energie zur Verfügung stehen, was natürlich für die Wirtschaft sehr gut ist, weil man kann, also es wird ja uns weisgemacht, die sogenannten alternativen Energien schaffen Arbeitsplätze. Das ist aber Unsinn, weil mit teurer Energie kann man überhaupt keine Arbeitsplätze schaffen. Da gehen mehr Arbeitsplätze verloren, als man dazu gewinnt. Ja, das ist völlig klar. Man muss, um eine Wirtschaft zum Blühen zu bringen, muss man dafür sorgen, dass die Energie möglichst... Renault hat mich gefragt, ob ich Werbung für Elektroautos mache. Dabei mache ich das schon. Renault ZE steht für Zero Emission. Auf Deutsch. Da muss man einfach den Willen haben, die überhaupt zu nutzen. Ja, und, das, ja. Und zurzeit gibt es da jede Menge Bedenkenträger, die haben es geschafft, dass man jetzt erstmal überhaupt nichts entschieden hat. Ja. Und andere, also zum Beispiel die Briten haben ja mittlerweile entschieden, dass sie das tun, dass sie das nutzen. Und ich denke mal, dass die Konkurrenz auch dazu führt, dass irgendwann auch mal die Deutschen das anders sehen. Aber zurzeit ist es halt so, dass man Möglichkeiten ungenutzt lässt, weil aus bestimmten ideologischen oder politischen Gründen. Ja. Und also man kann also das Energiesystem vorsichtig umbauen. Und man kann auch, das kann man zeigen, es so umbauen, dass die Energie für alle billiger wird und nicht teurer, wie das jetzt der Fall ist. Ja? Und mit einer billigen Energie kann man viel machen. Also das ist einfach entscheidend. Da kann man vieles machen. Man kann auch, wenn die Energie billig ist, kann man auch Rohstoffe wieder recyceln. Das kostet ja alles Energie. Und damit haben wir, also das ist sozusagen ein Schlüssel, die preisgünstige Energie ist ein Schlüssel für die ganze Wirtschaft im Grunde genommen, ja? Ja, also was ist möglich? 30 Cent, 20 Cent Benzin an der Tankstelle möglich? Och, ich würde das nicht ausschließen. Also ich denke, wir wären ja schon froh, wenn wir unterhalb von einem Euro wären, ja, heute. Aber ist möglich. Ich denke, ist, wenn man sieht, was in den USA abgeht, da ist es nicht ausgeschlossen, ja. Ja. Ist es möglich, eben mit günstiger Energie und halt dem Vernunftprinzip, ist es möglich, die Armut loszuwerden auf dem Planeten? Gut, die Armut ist ja, man da kann das ja nicht als isoliert sehen. Armut hat bestimmte Gründe. Also politische Gründe. Ja, man weiß ja auch, dass man Armut nicht bekämpfen kann, indem man einfach umverteilt. Das hilft den Armen unter Umständen nicht viel, wenn man ihnen einfach Almosen gibt. Aber es ist schon, man kann sagen, es ist eine Voraussetzung, dass man die Armut überwindet. Aber natürlich müssen sie dann auch noch strukturelle Reformen haben in vielen
viele arme Länder sind eben, da sind die Leute deshalb arm, weil das ganze System, da ist eine Diktatur und die politische Führung lässt es gar nicht zu, dass sich das, das Volk entwickelt. Das ist der Hauptgrund, ja. Also wieder Armutsbekämpfung durchaus möglich und eben, was wir im Moment sehen, ist ja dieses seltsame, einerseits umverteilen, andererseits haben wir Leute errechnet, dass für jeden Euro oder Dollar, den man steckt in ein Entwicklungsland, dass bestimmte Kreise 2-3 Dollar rausholen aus dem Land. Und natürlich wollen die Leute einfach die Möglichkeit, sich zu entwickeln und nicht diese Almosen, die dann einerseits uns verarmen sollen hier im Westen. Verschiedene UNEP-Dokumente sprechen von 40 Billionen, also 40.000 Milliarden, die abfließen sollen in die dritte Welt. Also es soll einerseits uns verarmen, andererseits soll es die dritte Welt arm halten. Also wie ich schon sagte, durch Umverteilung kann man das Problem mit Sicherheit nicht lösen. Das ist also, man muss entsprechende strukturelle Veränderungen zulassen, sage ich erstmal. Ja, man kann sich ja auch nicht von außen unbedingt einleiten, diese Veränderungen. Und da ist es sicher ganz, ganz wichtig, dass man die Möglichkeit hat, eben preisgünstige Energie zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja auch andere, zum Beispiel, es geht ja nicht nur um die Energie. Zum Beispiel hat man lange Zeit, wenn man die Ursachen der Armut in Afrika zum Beispiel betrachtet, da war natürlich auch lange Zeit die fehlenden Kommunikationssysteme ein großes Problem. Und die haben ja, da hat sich ja sehr viel getan durch den Mobilfunk. Mittlerweile haben die Afrikaner, selbst arme Leute, haben ihr Handy, ja, und die machen damit Geschäfte. Das läuft ja auch, wenn man sie nur lässt. Man muss sie nur lassen, ja. Und da gibt es also technisch durchaus Möglichkeiten, dass auch arme Länder sehr schnell etwas entwickeln aus eigener Kraft dann, ja. Richtig, oder Zugang zum Internet, das ist ja auch der Punkt, zumindest ein Zugang zu einem freien Internet, das nicht zu einem zensierten, kontrollierten, propagandistischen Internet, das dann gleichzeitig das Verhalten der Leute überwachen soll. Also letztens gab es dann hier bei uns in einem Vorort von Nürnberg gab es dann neue Stromzähler, die installiert wurden, und ich habe dann gefragt, ist das ein Smart Meter Stromzähler? Und derjenige sagte dann, nein, das ist keiner. Und ich fragte, habt ihr die noch nicht? Und er sagte, nein, die Leute wollen die nicht. Ja, es ist euch klar, weil man weiß ja, dass man damit überwacht wird. Man kann die ganze Lebensführung von Leuten damit überwachen, im Grunde genommen, ja. Ja, und das Smart Home, also wo dann das Auto mit dem Haus makelt, welche Energie jetzt hier dem Auto zugeschanzt wird, damit man die paar Kilometer noch ans Ziel kommt überhaupt. Oder ob das Auto, weil es gerade nicht benutzt wird, Energie abgibt ans Haus, dass man zumindest noch den Fernseher laufen lassen kann. Also das ist die neue Energiewelt, die uns hier aufgedrängt wird. Herr Edgar Gärtner, wir haben fast keine Zeit mehr in diesem Interview. Was ist noch so ein Punkt, an dem Sie gerade dran sind, irgendein Ereignis, irgendetwas, das Sie hier erwähnen möchten? Ein neues Ereignis, schwierig zu sagen. Ich bin jetzt gerade im Urlaub. Was ist mit dieser Konferenz, die wir gesehen haben, diese große Klimakonferenz? Also jetzt Rio plus 20, war ja sozusagen die Nachhaltigkeitskonferenz. Ja, das ist ja eigentlich typisch. Mittlerweile weiß ja niemand mehr so richtig, wozu diese Riesenpalaver gut sind. Es waren ja in Rio bis zu 50.000 Teilnehmer. Die waren noch nicht alle zur gleichen Zeit, aber immerhin, also diese Zahl wird ja gehandelt. Und die Leute sehen auch mittlerweile, dass sowas einfach absolut überflüssig ist, dass das nichts bringt. Die Presse war da ja auch sehr, man hat ja nicht jetzt da Jubelorgien veranstaltet, sondern die haben alle geschrieben, dass es sehr vage ausgegangen ist und dann natürlich dann die Geschäftswelt sozusagen, die großen Konzerne, die haben ihre Stichworte, die können jetzt sagen, ja, das war jetzt hat die grüne Economy hat Vorfahrt bekommen und sie machen jetzt, was sie gerne machen würden.
und können sich darauf berufen, aber der Welt nutzt es ja wenig. Und ich denke, dass das auch die meisten Leute, das kommt auch durchaus rüber, dass die Leute sagen, also so kann man die Probleme der Welt nicht angehen. Man muss das ganz anders anfangen. Man muss auch den Leuten die Freiheit geben, die Probleme vor Ort zu lösen. Man kann mit diesem globalen Ansatz eigentlich überhaupt nichts lösen. Ja, das, denke ich, ist wichtig. Ja, that top-down global governance. Allerletzte Frage, die deutschen Parteien, die großen deutschen Parteien, die Parteien im Bundestag, sind sie alle auf dem Nachhaltigkeitskurs? Ja, das ist ja leider so, dass Deutschland ist ja da wieder ein schlechtes Beispiel. Ich denke, dass Deutschland ist halt aus verschiedenen historischen Gründen das Land, wo Gleichschaltung am besten funktioniert, glaube ich. Also schon, das sehen Sie schon, wenn Sie das vergleichen mit unseren europäischen Nachbarn, da funktioniert diese Gleichschaltung nicht so gut. Also jetzt zum Beispiel in England ist mittlerweile, da können Sie niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken, indem Sie auf die Erderwärmung, das glauben die Leute nicht mehr in England. Das weiß man mittlerweile auch. Die Leute glauben das nicht mehr. In Frankreich, da ist es auch wieder, da gibt es auch sehr viele Skeptiker, die das nicht einfach so hinnehmen. Und in Deutschland ist es leider so, dass alle Parteien da einen Konsens erreicht haben, wo es sehr schwer ist, eine andere Sichtweise überhaupt in den Medien auch unterzubringen. Ja. Ja. Ja, Deutschland, eigentlich nur sozialdemokratische Parteien, wenn man sie so nennen möchte, ist natürlich auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Herr Gärtner, vielen, vielen Dank für Ihr Buch, Ihre konstante Arbeit und natürlich auch für das Interview, das Sie uns heute gegeben haben. Ja, ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg, Herr Benisch. Das Buch ist Ökonihilismus 2012, Selbstmord in Grün. Vielen Dank, mein Name ist Alexander Benisch und wir sind zurück morgen zur regulären Sendezeit von 7 bis 8. Okay, meine Damen und Herren, das war das Interview. Ich werde das Ganze auch noch separat auf YouTube veröffentlichen. Es sei natürlich eine... Da das Interview eigentlich fast die gesamte Sendung eingenommen hat, denke ich, können wir das einfach auch wie regulär posten. Sie finden die Aufzeichnungen in verschiedenen Formaten, auf verschiedenen Plattformen, auf der Mediathek, unter mediathek.infokrieg.tv, ganz leicht zu merken, mediathek.infokrieg.tv. Vergessen Sie auch nicht unseren Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv. Und im Shop könnten wir nicht medial tätig sein. Sie finden unter anderem Herrn Edgar Gärtners Buch Ökonihilismus. Sie finden auch die Artikel in unserer Infokrieg-Sparaktion bis zum 22. Juli noch aktiv. Alle möglichen Langzeitlebensmittel finden Sie hier deutlich reduziert. Einfach reingucken unter shop.infokrieg.tv. Das Ganze sollten Sie als persönliche Krisenvorsorge oder auch als Investment betrachten, denn die Zeiten werden rau. Alles, was Sie für selbstverständlich nehmen, wird es wohl bald nicht mehr sein. Oder was Sie als selbstverständlich im Laufe Ihres Lebens kennengelernt haben, ist in der Schwebe. Sei es nur der Strom aus der Dose. Hier schreibt uns jemand, dass wir uns über Skype, dass wir uns in diese Lage gebracht haben, ist doch klar, aber wie um alles in der Welt kommen wir da wieder raus? Sind wir Menschen unfähig, uns selbst wieder rauszumanövrieren? Das alles geht so tief in die Materie. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei dem Ganzen, was da noch auf uns zukommt. Schreibt uns hier Harry per Skype. Ja, wie wir uns da wieder rausarbeiten, denke ich, ist klar. Wir müssen es nur angehen. Hier schreibt uns jemand, vor ein paar Tagen war in meinem Dorf ein kompletter Stromausfall. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Jupp. Und hier schreibt uns... zum Thema Energie mit per Telefon in die Sendung. Wenn das Ganze... Quetschen wir das Ganze noch
zum Ende der Sendung mit hinein und stellen die Verbindung her. Wie erwähnt, sind wir morgen zurück zur regulären Sendezeit 19 Uhr. Warten auf die Verbindung per Telefon. Hallo, kannst du uns hören? Hallo. Kannst du uns hören? Ja, servus, hallo. Wunderbar, wir können dich auch laut und deutlich hören. Zum Thema Energie? Ja, es geht um Folgendes. Also ich habe vor circa 2 Jahren die Meisterprüfung für Elektrotechnik abgeschlossen und bei uns war eben auch der Hauptpunkt, dass eben also die regenerativen Energien. Und darüber ging es auch über die Solarzellen. Und so eine Solarzelle ist eigentlich total der ökonomische Schwachsinn. So eine Solarzelle braucht circa mal 3 bis 4 Jahre, bis die Energie wieder reingespielt hat, was sie in der Herstellung braucht. Darüber hinaus ist es so, Solarzelle ist ein Halbleiterelement, das aus Silizium hergestellt wird. Und dieses Silizium hat die beste Leitfähigkeit bei 21 Grad Celsius. Und in unseren Breitengraden hat man eben ja meistens auch nur zwischen 16. Unsere Verbindung ist leider unterbrochen worden. Wir versuchen das Ganze nochmal. Möchten gerne hören, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Mit den Werten Solarzellen. Okay, anscheinend nicht mehr. Einfach morgen nochmal anrufen, zwischen 19 und 20 Uhr. Das war's von mir, meine Damen und Herren. Das war Infokrieg TV am 9. Juli 2012. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend, eine erfolgreiche Woche und selbstverständlich bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.